Also ich freue mich sehr, dass wir wieder einiges über 100 Teilnehmer haben und freue mich ganz außerordentlich, dass wir zu diesem spannenden Thema Frau Dr. Bettina Palazzo haben gewinnen können. Ich stelle sie gleich auch nochmal vor. Ihnen allen nochmal ein ganz, ganz herzliches Willkommen. Speak Up Culture, wie geht das? Ich glaube, uns allen ist klar, in der Vergangenheit hat es bei Wirtschaftsskandalen immer eigentlich Mitwisser gegeben. Es gibt Mitarbeitende, es gibt Partner von Unternehmen, es gibt in jeder Organisation natürlich viele informelle Netzwerke und all das führt dazu, dass Dinge unterhalb des sichtbaren Bereiches in den Organisationen brodeln. Menschen wissen darüber Bescheid, trauen sich nicht, wollen nicht darüber reden. Das hören wir immer wieder, tickende Zeitbomben in den Organisationen. Und es bedarf einer sehr spezifischen Kultur, um diese Themen eben frühzeitig zu identifizieren, um sie eigentlich aus dem Unternehmensuntergrund, aus dem Organisationsuntergrund nach oben zu heben. Und ich freue mich insofern ganz besonders, dass wir mit Frau Dr. Palazzo wirklich eine ausgewiesene Expertin in diesem Bereich heute Ihnen allen präsentieren können. Vielleicht vorab noch einige organisatorische Themen. Wenn es der eine oder andere hat, abhängig vom Browser, immer mal wieder Probleme mit diesen Online-Formaten. Wenn es also Probleme gibt, kann man das mit F5 womöglich beheben, also der Aktualisierung des Browsers. Andernfalls den Browser schließen, sich neu einwählen, das mag helfen. Im Anschluss des Webinars geht Ihnen allen die Aufzeichnung des Webinars zu, sodass Sie auch Gelegenheit haben, wenn es Probleme gab, das nochmal nachzuhören. Ein wichtiges Ansinnen aus unserer Sicht, das Feedback ist uns immer furchtbar wichtig. Wir möchten wirklich, wir leben mit unseren Teilnehmern und insofern ganz entscheidend, wirklich geben Sie uns gerne Feedback. Wir haben zwei Umfragen mit in dem Webinar eingebaut und würden uns wirklich sehr freuen, dort das Feedback einzusammeln. Das Webinar ist auf 60 Minuten terminiert. Wir bieten auch die Möglichkeit, im Chat Fragen posten zu lassen. Gerne wollen wir die dann eben aufgreifen und das Ganze eben möglichst interaktiv trotz der Digitalität ausgestalten. Dazu möchte ich Sie alle wirklich herzlich einladen, daran zu partizipieren. Wir veranstalten diese Webinare als Business Keeper sehr regelmäßig in deutscher, in französischer und in spanischer Sprache, ganz gemäß unseren Aktivitäten in den jeweiligen Ländern und haben eben wirklich auch gute Erfahrungen mit diesem Format gemacht. Gerne auch nochmal im Nachhinein wieder Fragen, Anregungen zu weiteren Webinaren, Anregungen zu brennenden Themen. Wir bemühen uns da wirklich immer sehr aktuell zu sein und auf die Themen entsprechend einzugehen. Ja, zum heutigen Webinar ist mir eine große Freude, Frau Dr. Bettina Palazzo zu begrüßen. Sie ist Unternehmensethikerin, ein ganz, ganz spannendes Themenfeld natürlich in diesen Tagen und ist eine überzeugte Unternehmensethikerin, die eben auch sehr klar sagt, Unternehmensethik macht glücklich. Das ist sicherlich eine ganz spannende These, auf die sie gleich auch noch eingehen wird. Sie ist ausgewiesene Expertin, promoviert im Bereich Unternehmensethik, hat viele Unternehmen, NGOs unterstützt, macht das Ganze schon seit 25 Jahren, hat da also wirklich ein profundes Fachwissen, hat bei KPMG das Thema Unternehmensethikberatung aufgebaut und es liegt ihr eben wirklich sehr am Herzen, die nächste Generation von Managern mit den Herausforderungen der Unternehmenskultur und des verantwortungsvollen Leaderships auseinanderzusetzen, frühzeitig eben dort Engagement zu übernehmen. Sie unterrichtet unter anderem an der Universität Genf, publiziert vielfältig, sehr empfehlen kann ich den Compliance Cappuccino Club, ein ganz herrliches Medium. Einen Link gibt es dann im Anschluss auch an diese Aufzeichnung für Sie alle. Ich freue mich also sehr, dass wir Sie heute für dieses Webinar haben gewinnen können. Und leite gerne über an dich, Bettina, und freue Super. Mich mit dir in diesem Format auf den Austausch und natürlich auf alle weiteren Schritte. Ja, vielen Dank, Kai. Ich freue mich auch total, heute hier zu sein. Es scheint ausnahmsweise mal die Sonne in diesem verregneten Frühling hier bei mir in Lausanne. Und ja, hab dann nochmal überlegt, warum bewegt mich das Thema Speak-Up-Culture zu sehr? Und eigentlich war es ja schon immer
sehr zentral für meine Arbeit, so gerade so am Anfang, als so die Anfang, Ende der 90er bei KPMG, war es ja erstmal überhaupt gar nicht selbstverständlich, überhaupt ethische Themen in Unternehmen anzusprechen. Wir haben aber dann auch sehr schnell festgestellt, wenn man so einen Safe Space schafft, dann will plötzlich auch jeder über diese Themen reden, weil jeder hat sie, alle belasten sie und deswegen eben auch, wenn man die Themen angehen kann, dann ist man auch glücklicher bei seiner Arbeit. Also dazu der Link, die Vorlage von Kai hier nochmal kurz erklärt. Dann habe ich mich sehr viel mit dem Thema Ethical Blindness beschäftigt, wo es darum geht, wie kommt es eigentlich, dass diese Dinge passieren, und oft sind das dann ganz normale Leute, die da irgendwie reingeschlittert sind. Und weil es da so psychologische Dynamiken gibt, wie Zeitdruck und Gruppendruck, Gehorsam gegenüber Autorität, Leistungsdruck, und da ist natürlich Speak-up-Culture das ideale Gegenmittel dazu. Und richtig heiß wurde dann meine Beschäftigung mit Speak Up 2016, weil da kam dann Siemens auf mich zu und die hatten eben auch gesehen, so nach dem Volkswagen-Skandal, ups, da war was mit der Speak Up Culture gar nicht okay. Und da haben wir dann zusammen einen Compliance Refresher für Speak Up entwickelt. Und da war dann so richtig so mein Deep Dive in die Thematik. Und in den letzten 2 Jahren habe ich dazu unter anderem 2 UN-Organisationen, Medtronic und Roche Diagnostics, beraten. Ja, also was erwartet Sie jetzt heute hier in unserer Zeit zusammen? Zuerst müssen wir mal so ein bisschen schauen, was ist eigentlich Speak Up Culture? Wie hängt das mit Hinweisgebersystemen zusammen? Warum ist es so wichtig? Und schauen uns das nochmal ein bisschen genauer an. Natürlich bei allen Sachen, die wichtig sind, die sind meistens nicht so einfach und es gibt da gewisse Herausforderungen. Die muss man wissen, damit man dann auch schauen kann, was kann da jetzt ganz konkret Compliance tun. Und damit wir das auch nochmal zusammen praktisch ausprobieren, habe ich so eine kleine Übung dabei, wo wir mal so ein fiktives Gespräch durchspielen. Ja, an der Stelle gleich schon mal die Frage. Ah ja, ach so, jetzt war jetzt ja gerade der Poll, der die erste Umfrage aufgeswitcht war. Aber die machen wir später. Also, und dann machen wir Zusammenfassung und wir gucken nochmal, was Sie für Fragen haben. Ja, also Speak Up Culture, da geht es eben um eben ein Klima der psychologischen Sicherheit, wo das Annehmen, Ansprechen von heiklen Themen erstmal sicher ist. Also ich muss keine Angst haben, dass irgendwas Schlimmes mit mir oder meiner Karriere passiert, und es muss ernst genommen werden. Das heißt, da muss auch irgendwas dann hinterher passieren und dass man nicht einfach sagt, ja, danke, und dann bleibt alles beim Alten. Im Gegensatz dazu sind eben Hinweisgebersysteme dafür da, dass man nochmal so einen offiziellen Kommunikationskanal für vertrauliche oder anonyme Meldungen hat, wenn es um Missstände oder Regelverstöße geht. Und meine Zusammenarbeit mit Businesskeeper beruht eben auch darauf, dass ich ein Gespräch mit Kenan Tour hatte darüber, dass eben so Hinweisgebersysteme besser funktionieren, wenn sie in so eine Kultur eingebettet sind. Und jetzt an der Stelle mache ich kurz Pause, damit wir auch mal kurz von Ihnen hören, wie das denn ist. Haben Sie schon ein Hinweisgebersystem oder nicht? Oder ist in Planung oder nicht in Planung? Okay. Ja, das Ja springt gleich hoch. Ich meine, Sie sind ja auch nicht umsonst hier bei Businesskeeper. Ja. Okay. 30% haben abgestimmt. Ah, das ist auch noch so schön farbig hier, dieser Pollen. Okay, also wir sehen ganz klar, die meisten von Ihnen haben schon ein Hinweisgebersystem. Ja. Na, wir sind erst bei 61%, die abgestimmt haben. Das
Das macht sich ja sehr schön mit den rund 100 Teilnehmern. Ja, das ist schon eine ganz gute Return Rate, ne? Okay, gut, dann würde ich sagen, wir machen dann gleich mal weiter. Was ist also dann, was mir auffällt in letzter Zeit, ist, dass häufig so Speak-up-Culture und Hinweisgebersysteme so in einen Topf geworfen würden. Das ist verständlich, weil Speak-up klingt ja so viel besser als Whistleblowing-Hotline und das hat ja vor allem in der Vergangenheit, jetzt ist es so ein bisschen besser, so Ängste hervorgerufen, ja, da geht es so um Verpfeifen und so weiter. Und deswegen nennen auch viele Firmen ihr Hinweisgebersysteme eher Speak-up, so als weil es ja klingt besser, macht einen positiveren Eindruck. Und da würde ich gerne auch jetzt nochmal schon direkt in den nächsten Poll gehen und mal fragen, ob Sie bei Ihnen unterscheiden zwischen, bei Ihnen im Unternehmen zwischen Speak-up-Culture und Hinweisgebersystem. Sind wir noch beim Alten? Ah, hier ist schon der nächste. Also, ah nein, das ist das falsche Poll. Wir hatten da vorher noch ein anderes. Das war, wird bei Ihnen zwischen Speak-up-Culture und Hinweisgebersystem unterschieden? Wenn wir es jetzt nicht gleich finden, ist es auch nicht schlimm. Es geht ja auch eigentlich nur so um den Punkt, dass man das doch trennen sollte, weil es eben verschiedene Dinge sind bei einem, ach, das war in derselben Umfrage. Okay, das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Egal. Gut. Es sind eben doch zwei verschiedene Dinge. Bei einem Hinweisgebersystem ist es eher so formell, da gibt es dann auch einen Bericht und potenziell auch rechtliche Konsequenzen. Während die Speak-up-Culture ist mehr so quasi der kleine Dienstweg, wo ich mal eben ein Thema mit jemand abkläre und das dann möglichst so zwischenmenschlich schnell lösen kann. Das sieht auch so, es gibt, steht ja eine neue ISO-Policy, die 37002 on Whistleblowing steht ins Haus und die machen diese Unterscheidung eben auch. Und das ist deswegen auch wichtig, weil es gibt so eine neue Studie und ich habe die, glaube ich, in der nächsten Chart als Link drin, dass es das Mitarbeitende 6% wahrscheinlicher sind, also na Quatsch, nicht Prozent, sechsmal wahrscheinlicher sich eher an ihren Manager wenden, als bei Compliance oder bei der Hotline anzurufen, wenn sie irgendeine Frage und Problem in Sachen Ethik und Compliance haben. Deswegen ist es eben so wichtig. Außerdem sind das dann oft auch so Fälle, die man eben schnell lösen muss. Der klassische Fall, die Pflegerin, die sich jetzt nicht traut, dem Chefarzt zu sagen, dass er gerade dabei ist, den Tupfer im Patienten zu lassen während der OP, weil sie sich erinnert, dass beim letzten Mal, als sie dem Herrn was gesagt hat, sie gefaltet wurde. Und da kommt natürlich auch ein Hinweisgebersystem zu spät. Also deswegen ist Speak-up eben so wichtig und deswegen muss man eben, ist es eben nicht damit getan, das alles schön mit einem Hinweisgebersystem zu machen, ohne auch an der Kultur zu arbeiten. Und das Tolle daran ist, dass eben auch eine echte Chance für Compliance ist, weil man mit so einer Kultur eben nicht nur frühzeitig Ethik- und Compliance-Themen auffangen kann, sondern weil das auch eine super Basis ist für Innovation und für eine positive Fehlerkultur. Weil wenn man sich nicht traut, ethische Themen anzusprechen, dann traut man sich wahrscheinlich auch weniger, mal eine unausgegorene Idee offen zu sagen, vorzuschlagen oder einen Fehler zuzugeben, weil man eben gerade was Neues ausprobiert hat. Und es ist einfach wahnsinnig motivierend für Mitarbeitende, wenn die sich gehört fühlen. Und dazu habe ich auch eine sehr spannende Studie gefunden von Gallup. Die machen ja immer diese riesigen Umfragen mit wahnsinnig vielen teilnehmenden Mitarbeitern, auch weltweit. Und die haben eben festgestellt, wenn Mitarbeitende sich gehört fühlen, dann sinkt die Fluktuation, was ja ein irrer Kostenfaktor sein kann, um 27%. Es gibt minus 40% Arbeitsunfälle und wenn Sie ein bisschen Ahnung haben von Arbeitssicherheit, dann wissen Sie auch, dass das ein irrer Kostenfaktor ist, also von den menschlichen Kosten mal ganz abgesehen. Und das, wenn weniger Arbeitsunfälle sind natürlich auch super gut für die Produktivität und für die Arbeitszufriedenheit und so kommt eben dadurch auch 12% plus Arbeitssicherheit dabei raus.
Bettina, vielleicht darf ich an der Stelle einmal ergänzen. Ja, gerne. Das ist tatsächlich etwas, was wir über die Jahre immer wieder beobachten. Die Systeme werden eingerichtet und aus datenschutzrechtlichen Gründen ist es uns ja immer wichtig, auch Schwerpunkte vorzuschützen, sodass eben kein wahlloses, womöglich auch missbräuchliches Melden in den Unternehmen vorkommt. Aber das ist tatsächlich ein Thema, was wir eben über die Jahre beobachten, dass diese Schwerpunkte immer mehr auf aktuelle Entwicklungen eingehen. Genau wie du sagst, ne? Arbeitsunfälle, womöglich gerade kritische Themen im Unternehmen, all das kann man eben auch auf diese Art abfedern. Vielleicht kannst du dazu auch noch einiges sagen. Ja, es geht wirklich so um dieses Abfedern und da muss man eben so den Rahmen schaffen, dass diese Fastunfälle zum Beispiel auch gemeldet werden und nicht vertuscht und unter den Teppich gekehrt werden. Und das ist eben eine der wichtigsten Herausforderungen bei Speak Up Culture, weil wir eben alle so ein bisschen Angst haben. Wir haben das auch so meistens in unserer Erziehung oder in der Schule ja nie gelernt, dass man sagt, hey, Achtung, mir ist da was Dummes passiert. So, oder wenn ich jemanden auf was Unangenehmes ansprechen muss, also jetzt als Beispiel, Sie müssen irgendeinem super erfolgreichen Manager sagen, dass sein Führungsstil doch ein bisschen zu harsch ist, dann ist das oft was, was man nicht unbedingt sofort anspricht. Und da können wir jetzt dann zu unserem nächsten Poll kommen. Wie ist das bei Ihnen, wenn Sie jemanden auf schlechtes Verhalten oder etwas Unangenehmes ansprechen müssen? Wie machen Sie das? Sprechen Sie das Thema zeitnah und direkt an? Oder schieben Sie es vor sich her? Oder kommt so drauf an? Ja, ja, ich meine, Sie sind natürlich, die meisten von Ihnen sind natürlich in Compliance. Da müssen Sie das ja schon ganz gut machen. Aber kommt drauf an, haben wir dann doch ganz viele. Ist klar, kommt auch drauf an. Und auf alle Fälle sind Sie damit nicht alleine, weil, kann ich jetzt da schon weitermachen oder müssen wir noch ein bisschen warten? Ja. Also wir sehen schon, idealerweise ist natürlich so, das zeitnah und direkt anzusprechen, aber es ist oft nicht so einfach und es kommt eben wirklich auf die Situation drauf an. Ja, jetzt schauen wir nochmal so ein bisschen. Ich denke, das ist so eine recht typische Verteilung. Und es gibt auch, da fällt mir gerade ein, ich habe da neulich auch eine super spannende Studie gelesen, dass wenn man Leute eben genau das fragt, dass die meisten sagen, ja klar, würde ich das dann machen. Und dann hat man so Experimente gemacht zwischen Leuten, die sagen, sie würden es machen und hat sie dann in Situationen gebracht, wo sie es hätten machen müssen. Und oft machen sie es dann nämlich doch nicht. Ja, weil man immer denkt, natürlich mache ich das. Und man, ja, man hat dann, aber wenn man dann wirklich in der Situation ist, dann ist es oft gar nicht mehr so leicht. Ja, und das ist auch ganz menschlich. Und das geht den meisten Leuten so. Ja, und das sieht, dazu habe ich eine spannende Studie bei Vital Smarts gefunden. Die haben herausgefunden bei einer Umfrage, dass 40% der Mitarbeitenden, die fragwürdiges Verhalten beobachten, erstmal 2 Wochen mindestens mit Grübeln verbringen und da jammern in der Kantine oder machen nutzlose Arbeiten. Und das sind natürlich auch wieder Kostenfaktoren. Ne? Das sind so Vermeidungsfaktoren und das kostet eben auch wieder Geld, das man vermeiden könnte, wenn man eben so eine positive Speak-up-Culture schon hätte. Ja, und was sind denn jetzt so die Themen? Was sind so die was sind so die typischen Verhalten auch aus dieser Vital Smart Studie? Die haben also festgestellt, sehr häufig, was man nicht gerne anspricht, so die Rüpel, wenn es um Mobbing geht, um Belästigung, Zurückhalten von Informationen, Widerstand bei Feedback. Und das ist so ein klassisches Thema, da schauen alle zu, wenn man auch nicht so weiß, was man sagen soll, bis es dann irgendwann auf Twitter landet. Oder das andere Thema sind so die klassischen tickenden Zeitbomben, die Kai auch schon so erwähnt hat, in Projekten, wo keiner sich traut zu sagen, hey, also diese Deadline ist gar nicht einzuhalten oder wo man nicht zeitnah auf potenzielle Fehler hinweist, weil der Zeitdruck eben schon so hoch ist und wo man nicht auf die richtigen Experten hört, weil der Chef oder die Chefin jetzt in irgendein Konzept gerade verliebt ist und so ähnlich stelle ich mir das so bei
bei Volkswagen vor. Alle wussten mehr oder weniger, dass die Deadlines für diese Emissionsreduktionen völlig unrealistisch waren, aber keiner hat sich halt getraut, da was zu machen. Dann hat man halt andere kreative Lösungsmöglichkeiten gefunden. Und dann gibt es auch noch den Machtmissbrauch. Das sind so die klassischen Sachen, wie sie der Herr hier mit der Krawatte in der Kaffeetasse zeigt, so rumschreien oder unqualifizierte Arbeiten geben, aggressive Kündigungsdrohungen. Habe ich auch mal erlebt. Ich hatte mal einen Chef, der hat regelmäßig die Kündigung angedroht, weil ich angeblich die Augen verdreht habe. Ja, gibt es alles oder eben ungerechte Leistungsbeurteilungen. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, das sind jetzt irgendwie so Petitessen, aber das stimmt nicht, weil das sind alles so kleine Piekser und wenn die dauernd passieren, können die wirklich ein Klima vergiften und es erzeugt natürlich auch kein Klima, wo jemand irgendwie mal Tacheles redet. Und die sind sehr schädlich für die Arbeitsmoral, für das Engagement der Mitarbeiter, für die Beziehung, für die Unternehmenskultur und eben auch für Projektpläne und Budgets. Ich habe auch noch eine ganz konkrete Zahl für Sie zum Thema sexuelle Belästigung. Da denkt man ja immer, ja, ist doof für die Frauen, was machen wir da, ist kompliziert. Aber es ist eben nicht so, dass es nur die Frauen belastet, sondern man hat eine Studie gefunden, wo die ausgerechnet haben, dass in einem Team, in dem es sexuelle Belästigung gibt, das zu einem Produktionsverlust von $22.000 pro Jahr pro Person führt. Also das ist schon auch eine Menge Holz. Und dann darf man eben auch nicht vergessen, dass man das Sabotagepotenzial von Mitarbeitern oft unterschätzt. Also wenn ich eben diesen Brüllchef wie auf dem Krawattenbild habe, dann habe ich natürlich die ideale Rechtfertigung, dass ich unter dem Motto besser leben mit Bürodiebstählen so ein paar hochwertige Schreibwaren mit nach Hause nehme. Ja, das oder eben auch bei Inventurverlust im Einzelhandel ist auch so ein klassisches Thema. Und ja, also das kann man eben alles vermeiden, wenn man darauf achtet, dass solche Themen frühzeitig entschärft werden, diese Zeitbomben, dass man die sieht und dass man dann das Richtige dazu tut. Ja, das klingt jetzt alles toll und jetzt kommen wir dazu, warum es trotzdem schwer ist. Und da können Sie jetzt gerne mal in den Chat schreiben, was Sie glauben, warum ist es eben dann doch eine Herausforderung, jetzt zu diesen Herren mit der blauen Krawatte zu sagen, hör mal, so geht das nicht. Was meinen Sie? Was ist da, was sind da so die Treiber? Ja, Angst vor Repressalien sehe ich gerade, Beförderungsverweigerung. Der würde einem ins Gesicht springen. Ja, auch einfach physisch kann das schon Angst machen, ja. Scheu vor Konfrontationen. In Zukunft nicht mehr informiert werden, Chef fühlt sich angegriffen, Angstverkündigung kommt ganz oft, ja genau. Ja, also die haben das also, weiß ja jeder mehr oder weniger intuitiv, also ist auch wissenschaftlich belegt, es ist eben die Angst vor negativen Auswirkungen auf die Arbeitsbeziehung. Also, und das ist natürlich umso dramatischer, wenn die andere Person mächtiger ist als ich. Das kann man auch so damit erklären, dass jeder Mensch sich angegriffen fühlt, wenn ich sage, hey, du, das ist jetzt unmoralisch oder böse, was du da machst. Und der fancy wissenschaftliche Begriff dafür heißt Moral Identity Threat. Also wir glauben alle von uns, dass wir gute, ethische Menschen sind. Und wenn das jemand anzweifelt, werden wir erstmal sehr defensiv, weil das so ein bisschen die Angst auslöst, uff, ich werde jetzt hier aus der Gruppe ausgestoßen und in prähistorischen Zeiten war das natürlich dann ein großer Angstzustand, weil dann war ich allein in der Savanne mit den Säbelzahntigern und das war nicht so gut. Und gerade bei Führungskräften kommt dann noch hinzu, dass die ja immer sehr selbstbewusst und selbstsicher sein müssen. Und das kann dann schnell mal in die sogenannte Superiority Bias umswitchen. Also das heißt also, ich glaube, dass ich eh ein bisschen ethischer und besser bin
wie die anderen. Das haben auch die meisten von uns, wenn sie mal früher in einer WG gewohnt haben, dann kennen sie das, weil wir immer, jeder war immer überzeugt, dass man öfter das Geschirr abgewaschen hat als die anderen. Ja. Und also wenn man dann, also auf diese Weise hat man eben Angst, seinen Chef oder auch Kollegen, Kolleginnen damit die Beziehung zu gefährden, wenn man sowas anspricht. Und wenn es der Chef ist, hat man natürlich auch Angst um die eigene Karriere. Und dann ist es auch sehr wichtig, dass man oft nicht weiß, was kann ich jetzt da sagen, wie kann ich das sagen. Das haben wir eben auch alle nicht gelernt, weil der traditionelle hierarchische Umgang mit Konflikten eben auch eher so eine Vermeidung. Also wir hatten ja auch im Chat die Konfliktvermeidung, das haben wir eben bisher nicht so, haben wir in der Schule ja zum Beispiel auch nie gelernt, wo sollen wir es denn herhaben? Das ist wichtig. Und dann ist es gerade bei ethischen Themen ja oft schwierig, ist das jetzt ein ethisches Problem, dass ich da meinem Chef mit einem Konkurrenten im Restaurant essen gesehen habe oder nicht? Und bevor man sich da in eine unangenehme Situation manövriert, sagt man vielleicht lieber nichts. Das kennen wir auch aus dem Zuschauereffekt, also der Bystander-Effekt, dass wenn wir so eine Situation haben, die nicht ganz klar ist und wir sind in einer Gruppe, dann wartet jeder auf den anderen, das, was gesagt wird. Und dann, das führt dann sehr schnell dazu, dass keiner eingreift. Ja, in einem Meeting kommt jetzt gerade ein sexistischer Witz und alle frieren so ein und wissen nicht so recht, ist das jetzt okay, muss ich jetzt da was sagen? Also im Grunde genommen haben dann die Zeugen von solchen Situationen genauso Angst vor Repressalien wie die Opfer. Also das ist so das Szenario, was so die Schwierigkeiten sind. Und und das können wir jetzt nochmal so, um das nochmal deutlicher zu machen, das war jetzt die Theorie. Wie sieht das also dann konkret in einem Beispiel aus? Stellen wir uns mal vor, Sie sind Mitarbeiter, Mitarbeitende, kommen zu Ihrem Chef ins Büro und sehen da die dicke Kiste Champagnerflaschen oder vielleicht auch ein etwas teureres Produkt, als das ich auf meinem Foto habe, vielleicht ein Dom Pérignon und eine Grußkarte von einem Lieferanten. Da gibt es jetzt verschiedene Szenarien in einer nicht guten Speak-up-Culture und Sie haben vielleicht auch Angst vor Ihrem Chef, denken Sie, ups, was ist denn da los? Ich melde das mal bei der Hotline, dann kommt raus, war gar nichts. Ihr Chef war gerade auf dem Weg, diese Kiste zurückzuschicken und Ihr Verhältnis wird sich nicht wirklich verbessern nach diesem Vorfall. Wenn, ja, wahrscheinlich wird es anonym sein, aber stellen wir uns mal vor, es ist doch irgendwie klar, dass Ihr Chef annehmen kann, dass Sie das waren. Oder er hat den Verdacht, ist schwierig. Dabei hätte es alles viel einfacher sein können, wenn Sie gesagt hätten, hey, was hast du denn da für Champagnerflaschen auf deinem Tisch? Dann sagt der Chef, ja, stimmt, das ist ein Problem, das ist viel zu teuer, das ist Beeinflussungsversuch, ich wollte das gerade zurückschicken. Check, dann. Oder eben, wenn Ihr Chef schon auf einem höheren Level von Listen-up-Culture ist, weil das ist nämlich auch super wichtig, eigentlich müssen ja die Führungskräfte damit anfangen. Ja, man kann nicht erwarten, dass die Mitarbeitenden so mutig sind und die Ersten sind, die Initiatoren der Speak-up-Culture sind, sondern das müssen immer die Führungskräfte sein. Wenn der merkt, ah, die gucken sich jetzt da die Flasche an, dann kann man sagen, ja, hast du gesehen, haben wir doch glatt diese Lieferanten, diese riesige Kiste Dom Pérignon geschickt. Das geht ja gar nicht, wollte die gerade zurückschicken. Auch Sätzen 1 in Listen-up-Culture. Haben wir das gelöst? Ja, und das ist nämlich auch so, das fängt eben nicht an mit Speak-up-Culture bei solchen Momenten, sondern eben auch schon, traue ich mich Vorschläge zu machen, traue ich mich ein Problem anzusprechen. Und dann kommt eben erst das ethische Problem. Das ist wirklich so ansteigend. Und das Interessante ist eben auch, dass sowohl der Sender des Speak-Ups, also der die Sache anspricht, das bedrohlich empfindet für sich und den anderen, als auch der Empfänger des Speak-Ups. Und deswegen ist es eben auch so brisant und kitzelig,
solche Themen anzusprechen. Und deswegen muss man da, kann man da nicht einfach mal für 5 Minuten, na, heute machen wir mal Speak Up, wenn vorher ich immer ein auf den Deckel bekomme, wenn ich mal einen Vorschlag mache, dann mache ich bestimmt nicht ein Hinweis auf ein ethisches Problem. Und deswegen muss man auch verstehen, dass es da sehr viel, da braucht man sehr viel Vorarbeit dafür. Also was kann Compliance dafür tun? Zum Ersten müssen Sie wirklich so der Chief Speak-Up Officer sein und das also selber leben, sowohl in Ihrem Team als auch mit all Ihren unternehmensinternen Stakeholdern und dafür eben bekannt sein, dass Sie da besonders unabhängig sind. Sowas, was mir da immer gut gefällt, ist so das Bild vom Critical Friend. Oder es gibt auch da dieses Bild von diesen Vögeln, die auf den Nilpferden sitzen und die so von den Parasiten reinigen. Also ist jetzt nicht so appetitlich, aber also die machen was Unangenehmes, was ein bisschen Unangenehmes, was aber letztlich gut ist für die Organisation. Und damit das eben nicht so aussieht wie auf meinem Cartoon hier, dass die Leute, die sich trauen, was zu sagen, dann eben mit dem Kopf auf dem Stecker landen. Und besonders wichtig ist diese Rolle dann bei Compliance gegenüber, ich habe es auch schon im Chat gesehen, eben der Fisch stinkt vom Kopf, dass man ganz klar bei der Führungsriege anfängt, dass die Compliance besonders hier immer wieder kritisches Feedback zur Führungsriege gibt. Ja, ich hatte da mal, da fällt mir so spontan eine Story aus meiner Beratertätigkeit ein, wo wir Workshops in Sachen Code of Conduct hatten und es wussten aber alle im Unternehmen, dass der CEO gerade ein Verhältnis mit der Personalchefin hatte und das war dann irgendwie so eine schwierige Situation, aber auch eben solche Themen müssen dann von Compliance auch mal angesprochen werden. Und Compliance muss schauen, wie kann man das Management dafür gewinnen und befähigen, weil Speak-Up muss eben vorbereitet werden und da hilft es, wenn die Führungskräfte regelmäßig über Compliance reden, weil dann kann ich auch das selber besser ansprechen. Wenn ich gerade als Mitarbeitende jetzt, was weiß ich, ich bearbeite in der Personalabteilung und mache gerade so eine Nebentätigkeit als Coach, dann kann ich mir überlegen, habe ich da jetzt vielleicht einen Interessenskonflikt? Und mir fällt ein, ah ja, mein Chef hat ja neulich mal in unserem Team-Meeting über Interessenskonflikte und eine Story aus seinem eigenen Erfahrungsbereich gehabt. Da kann ich den ganz viel eher ansprechen, als wenn ich überhaupt gar nicht weiß, was da seine Position dazu ist. Und es hat, ja, gerne. Eine Frage aus dem Auditorium, wie man eben konkret das angehen kann, die Führungskräfte in die Richtung Speak Up, Listen Up zu bewegen, wenn man neu in der Rolle ist. Da komme ich also gleich dazu. Ich habe auch noch meine kleine Toolbox dabei. Das ist so wichtig, weil es gibt eben auch eine andere Studie von Ethics4, die hat herausgefunden, dass wenn Manager häufig über Ethik und Compliance reden, proaktiv kommunizieren, dann ist es doppelt so wahrscheinlich, dass die Leute Fragen stellen und das Vertrauen, dass es keine Vergeltungsmaßnahmen gibt, ist 90% höher. Weil das Thema Vergeltungsmaßnahmen ist natürlich das A und O bei Speak Up. Ja, da müssten wir eigentlich nochmal, das ist ein weites Feld, müsste man eigentlich nochmal ein eigenes Webinar darüber machen. Aber mit Speak Up kann man das eben auch sehr gut in den Griff kriegen. Ja, wir hatten ja jetzt also die Frage, wie geht's denn konkret? Wie mache ich das zum Beispiel mit meinem Kunden? Man muss natürlich wie immer von oben anfangen. Und da hatte ich neulich ein sehr spannendes Projekt, wo wir einfach mal die Führungsriege von einem Unternehmen gecoacht haben, dass sie mal überlegen, was waren denn so eigene Stories? Storytelling ist ja auch gerade sehr heiß. Was haben die in ihrer Karriere in Sachen Speak Up erlebt? Und wir haben die dann da gecoacht, um da so eine knackige Geschichte draus zu machen. Und das wurde dann kommuniziert. Das ist schon sehr wirkungsmächtig, um
das transparent zu machen im Unternehmen, weil man, und das ist aber auch nicht so einfach, dann solche Top-Manager auf so ein Thema, dass die so ein Thema mal ansprechen, weil die haben so ein bisschen das Gefühl, dass sie sich dadurch verwundbar machen. Aber gerade diese Verwundbarkeit hat eben diesen Effekt, dass es dann dadurch sehr glaubwürdig wird. Und es ist auch toll, wir haben dann auch gesehen, dass es ganz toll ist, weil man mit diesem Speak-Up-Thema so viel mehr Sachen erreicht, wenn es um Innovation geht oder Unbossing und Empowerment und so weiter. Wie soll Empowerment gehen, wenn ich eben nicht angstfrei Themen ansprechen kann? Ja, dann muss man das weiterführen auf der nächsten Ebene und Führungskräfte trainieren, wie eben Listen Up geht, weil das ist eben auch nicht so einfach, dass man da merkt, oh, jetzt sagt plötzlich keiner mehr was dazu oder wie reagiere ich denn auf einen Mitarbeiter, der zu mir kommt und ein unangenehmes Thema ansprechen will. Man hat ja dann so diesen Reflex, dass man so ein bisschen defensiv wird. Wie kann ich daran arbeiten? Was sage ich dann? Was sind so klassische Gesprächsabläufe, die das positiv wenden können? Und auf der anderen Seite Speak-Up-Training. Wie kann ich, wenn ich ein kitzliches Thema ansprechen will, das so machen, dass der andere nicht in die Defensive gerät oder dass wir gemeinsam dann eine Lösung finden können. Und ganz zentral bei diesen beiden Workshop-Konzepten ist natürlich Training von aktivem Zuhören. Super wichtig, wenn man dadurch dieses Verurteilen oder Beurteilen oder schon Lösungen geben rausnimmt und hinkommt zu den aktiven gemeinsamen Lösungen, die ja viel nachhaltiger sind. Und ein Element von diesen Trainings ist auch aktive Bystander-Training. Also da geht es dann um die Zeugen von solchen kitzlichen Momenten, weil da gibt es eben auch Techniken und Methoden dafür. Wie kann ich, wenn jetzt zum Beispiel ein Team-Meeting ist, wo jemand dauernd unterbrochen wird, dann ist es oft schwierig für die Leute, die unterbrochen werden, da rein zu grätschen und leichter für jemand, der da der Bystander ist und da was sagt. Und dafür gibt es eben auch noch Methoden. Und dann schließlich habe ich da so meine Compliance-Team-Talks. Das sind einfach so eine Toolbox für Manager mit Szenarien, Dilemmasituationen, die denen helfen, weil das ist ja auch schwierig, mal so dem Manager zu sagen, ja, red doch mal mit deinem Team über ihre üblichen Compliance-Themen. Da fällt ja keinem was ein und da braucht man so ein paar, wie sagt man da so, ein paar Prompts, ich weiß gar nicht, wie man das sagt auf Deutsch, also so ein paar Vorschläge, um so in das Gespräch zu kommen und um so einen Safe Space zu schaffen. Also das sind so die Methoden, mit denen ich das so mache. Und jetzt probieren wir da auch gleich mal was aus. So einen kleinen Leitfaden. Also jetzt stellen Sie sich, nur kurze Zusammenfassung. Um was es in all diesen Dingen geht, ist, also, dass für die Rolle der Führenden ist, dass die wissen, wie man das macht, dass sie Speak Up fördern, wie man das macht, dass Mitarbeitende das als sicher und lohnenswert erleben. Und für die Mitarbeitenden muss es eben gelernt sein, wie kann ich das jetzt meinem Chef sagen, dann kann das ja eher eine Chance sein, da was Neues zu kreieren eine gute Lösung für alle zu finden, als das Risiko einzugehen, um gekündigt zu werden, um es mal so ganz krass auszudrücken. Ja, also ich noch vielleicht bei der Gelegenheit eine Frage aus dem Auditorium. Ja. Aus deiner Sicht, gibt es eine Chief Speak-Up Officer-Rolle? Gibt es eine spezifische Ansprechperson, die du empfehlen würdest, aus deiner Erfahrung heraus? Ja, was jetzt ja der Trend ist, dass Unternehmen zusätzlich zum Compliance Officer so einen Ombudsmann haben. Das heißt, das ist ja das Spezielle, dass es eine Person ist, die ist geschult in Mediation. Das ist ja auch da gibt es auch einen Berufsverband dazu, zu den ganzen Ombudsmännern. Das haben auch viele, die meisten internationalen Organisationen haben das sowieso als Teil ihres Internal Justice System. Und das ist eben so ein informeller Teil. Also die Regeln sind da ganz klar. Das ist vertraulich. Das wird also nicht, es sei denn, die beratenden
die zu beratende Person wünscht, dass es den nächsten Schritt zu einem formellen Reporting geht, sondern da ist es wirklich nur darum, dass man eine Anlaufstelle hat, wo Leute solche Themen besprechen können, wo sie Hilfestellungen bekommen und was ganz informell bleibt. Das wird nirgendwo aufgeschrieben und ja, da gibt es eben so Tricks, wie das zum Beispiel auch nicht jeder sehen kann, wer jetzt da gerade ins Office reingeht von einem Ombudsmann. Also das scheint mir jetzt gerade so ein Trend zu sein. Ich glaube, das ist keine schlechte Idee, also so eine Art Vorstufe zum Compliance Officer, der ja dann oft eher so mehr so auf der formellen juristischen Seite angesiedelt ist. Ja, wir hören an der Stelle oft, dass am Ende die Ombudsleute die Unternehmensstrukturen eben auch nicht vollständig transparent haben können, gerade bei größeren Unternehmen, ne? Und dass das dann doch wieder zu dem Problem führt, dass man dann intern doch wieder diskutieren muss. Folgender Fall ist an mich herangetragen worden. Kann der denn so sein? Gibt es denn die Struktur so? Und das entkräftet das so ein bisschen. Aber natürlich, ich glaube, es ist immer auch, und das hören wir viel von unseren Kunden, es ist immer auch eine individuelle Betrachtungsweise, was für das Unternehmen, was für die spezifische Situation am geeignetsten erscheint. Ja, einfach ist es natürlich auch nicht. Es ist halt auch super wichtig, dass der Ombudsmann gar keinen anderen Job hat, sonst um diese Unabhängigkeit zu haben. Und dadurch fehlt denen, wie du schon sagst, dann eben so dieses ganze Detailwissen, was eigentlich sonst abgeht in der Organisation. Und ich habe es auch schon Beispiele dann erlebt, wo der Ombudsmann ganz klar gesagt hat, hey, ihr müsst da aufpassen, wir haben hier sexuelle Belästigung, Machtmissbrauch in der Organisation. Und denen wird manchmal auch nicht so geglaubt dann leider. Und dann macht man eben doch, in der Organisation haben die dann doch erstmal noch ein Survey gemacht. Und da kam eigentlich genau das raus, was der Ombudsmann schon gesagt hatte. Ja, ich finde trotzdem keine schlechte Idee, noch einen Ombudsmann da zu haben oder in irgendeiner, oder sowas wie auch mehr lokale Ansprechpersonen, weil das ist, wenn man gerade bei multinationalen Unternehmen ist, es dann auch schwierig, sowas zentral zu organisieren. Also dezentrale Strukturen sind da, glaube ich, auch keine schlechte Idee. Ja, wir haben noch zwei weitere Fragen. Mhm. Thema 360-Grad-Review. Im Prinzip hast du es gerade schon intuitiv aufgegriffen. Wird hier angefragt, ob das nicht eine gute Lösungsmöglichkeit wäre. Und die zweite Frage, ob du noch ein bisschen mehr zu dem Thema Tool-Compliance-Team-Talk ausführen kannst. Ja, okay, also 360 Grad. Ja, das kommt eben darauf an, wie dieses Tool im Unternehmen so gestrickt ist und ob man da vielleicht so ein paar Punkte eben zu solchen mehr ethischen und Compliance-Themen auch drin hat, weil sonst kommen die eben auch da nicht zur Sprache gemeinhin. Also man muss das schon auch vorbereiten. Und das ist eben oftmals ein bisschen schwierig, weil man nicht so genau weiß, an was für Kriterien. Es sollte ja immer beobachtbares Verhalten sein. Da wird es halt oft bei Ethik und Compliance ein bisschen komplizierter. Aber grundsätzlich bin ich total dafür, dass man das in solche Systeme integriert. Team Talk ist, das kommt natürlich immer ganz drauf an, das ist einfach ein Dokument, oder manchmal arbeite ich auch da mit einem Spiel, mit kleinen Stories, die auch, wo Leute dann eher ins Gespräch kommen, weil ihnen dann ihre eigenen Stories einfallen. Darum geht es ja immer, dass man den Link macht zwischen jetzt zum Beispiel einem Code of Conduct, wo irgendwas Abstraktes steht über Insider Trading, und dass ich dann das verbinden kann so mit einer Story, mit zum Beispiel, ich habe gerade gehört, dass wir demnächst einen Merger haben. Jetzt fragt mich eine Freundin, ob sie bei uns Aktien kaufen sollte. Ja, dann kann man sich eher was vorstellen. Man denkt oft gar nicht, klar, wenn man in Compliance ist, weiß man sofort, was da gemeint ist. Aber so der Mann und die Frau auf der Straße im Unternehmen haben da oft nicht so den direkten Link. Und da sind solche Stories unheimlich hilfreich. Und wenn man ab und zu mal solche Szenarien durchspielt mit dem Team und nochmal schaut, hey, was könnte denn dann uns betreffen, dann kann man da ganz, ganz viele heiße Eisen rechtzeitig abkühlen, oder wo dann sich Leute auch mehr trauen, solche Themen auch mal anzusprechen, und dass man auch mal überlegt, ja,
was mache ich denn wirklich in der Situation? Weil in Codes of Conduct steht ja oft drin, ja, wir dürfen keine Geschenke bis so und so annehmen. Aber es gibt ja meistens keine Schulung darüber, ja, wie, was mache ich denn dann konkret? Was sage ich denn dann zu dem Kunden? Und ich will den ja vielleicht nicht unbedingt vom Kopf stoßen. Oder dann ist es vielleicht in einem anderen kulturellen Kontext, wo das dann auch so in Richtung Beleidigung geht, wenn ich das ablege. Wie mache ich denn das konkret? Und dass man, also ich bin da durchaus dafür, dass man tatsächlich so weit geht, dass man so eine Art Scripting macht, dass man sagt, es gibt ja auch in Verkaufsschulungen die klassischen Sätze, wenn der Kunde Nein sagt, dann sage ich, kann ich noch die und die Sätze sagen. Und sowas finde ich, und das muss man natürlich immer mit dem Unternehmen so co-kreieren, weil da habe ich ein paar Ideen dazu, aber dann kann man das dann nochmal sich genau überlegen, ja, was möchten wir denn gerne, was ihr da sagt, damit ihr da nicht einfach nur so, weil ihr gerade nicht keine Ahnung habt, was ihr sagt, einfach nur hektisch, ja, dann nehme ich das halt Geschenk, weiß auch nicht, was ich dann da jetzt mache. Also wirklich noch ein bisschen tiefer reingeht in ganz konkrete Hilfestellungen in solchen brenzlichen Situationen. Also das war jetzt zum Thema Compliance Team Talk. Und das ist eben super wichtig, weil die meisten Menschen in einem Unternehmen haben eben nur sporadisch mit Compliance zu tun. Und dann haben sie keine Lust, die Hotline anzurufen oder haben Angst davor oder müssen sich durch Millionen von legalistisch geschriebenen Policies arbeiten. Und da kann man eben sehr viel abfedern vorneweg. Ja, doch, Kai, gibt es noch irgendwelche wichtigen Fragen? Ja, eine Frage vielleicht ergänzend. Uns allen ist klar, Compliance ist immer ein Weg, ne? Es ist kein Zeitpunkt. Genau. Gibt es eine Idee, wie lange eine solche Umsetzung einer Compliance-affinen Unternehmenskultur dauert? Ja, das kommt natürlich ganz, ganz drauf an, wo das Unternehmen gerade steht schon, wie so allgemein die Führungskultur ist, wenn es schon Aktivitäten und Sachen gibt, wo man Feedback-Culture fördert, dann geht es natürlich einfacher, als wenn man in so einer stark hierarchischen Struktur ist. Aber es ist, auch wie du schon sagst, es ist ganz klar, was man nicht mal eben ad hoc. Einmal einen Workshop macht und dann kann man das göttlich, sondern das ist auch so eine Gewohnheit und das muss man immer wieder üben. Naja, jetzt habe ich hier bei mir einen Freeze. Ich hoffe, das geht nicht allen so und es ist nur bei mir. Jetzt wird sie sicherlich gleich wieder einwählen. Ich nehme gerne an der Stelle aus unserer Perspektive das Thema auf, Erfahrungswerte. Wir haben gerade noch eine Frage gehabt, wie denn tatsächlich Speak-up sicher und lohnenswert sein kann. Ich glaube, das ist im übertragenen Sinne gemeint. Das heißt, es muss in der Unternehmenskultur eben herausgestellt werden, dass es etwas Positives ist, sich zu den Themen zu äußern, dass in jedem Fall keine Repressalien zu befürchten sind. Das versteht die Frau Dr. Palazzo darunter. Natürlich, ganz klar, inflationäre Verwendung. Das ist ein schwieriges Thema. Wenn Compliance zu häufig adressiert wird, gibt es in vielen Organisationen die Befürchtung, dass es da ja etwas geben muss, warum dieses Thema eben immer wieder erwähnt werden muss. Ich glaube, das ist also immer eine individuelle Abwägung. Wie oft adressiert man ein Thema innerhalb der Organisation? Macht man es aus Good Corporate Citizenship, das heißt, hat sich die Unternehmensorganisation einen Plan gegeben, um dieses ganze Thema voranzutreiben? Oder geschieht es eher anlassbezogen? Das heißt, gibt es einen konkreten Fall, gibt es einen konkreten Skandal, aus dem heraus ein Thema eben angegangen wird? Das sind sicherlich zwei ganz unterschiedliche Herangehensweisen, ob man eben aus tatsächlich unternehmerischer Perspektive sagt, wir wollen das Compliance-Thema stärker vorantreiben, oder ob man eben adressiert und sagt, da gibt es jetzt ein Thema, mit dem wir umgehen müssen und genau deshalb wollen wir Compliance eben stärker in den Fokus stellen. Frau Dr. Palazzo hat uns nochmal mit einigen weiteren Materialien ausgestattet, Speak-up-Gesprächsleitfaden, glaube,
da erklärt sich erst einmal vieles, wie geht man mit den Themen um. Das heißt, man muss sich eben von vornherein versinnbildlichen, was ist eine idealtypische Herangehensweise für das Thema Speak-Up. Also gut vorbereitet, erst einmal schon durchdenken, die gesamte Herangehensweise und deshalb natürlich immer Vorbereitung als essentieller Bestandteil, um nicht überrascht zu werden in einem dann entsprechenden Speak-Up-Fall. Deshalb eine klare, strukturierte Herangehensweise, kontrollierte Emotionen, sichtbares Zuhören, aktives Zuhören, Reflektieren des Gegenübers. Sichtweise sollte sachlich neutral erläutert werden, keinerlei überbordene Emotionen. Das sind alles natürlich wichtige Themen in dann einem tatsächlich solchen Speak-Up-Call. Da haben wir natürlich viele Erfahrungen. Viele von Ihnen wissen, BusinessKeeper hat gemeinsam mit der Steinbeis-Hochschule ein spezifisches Seminar für Compliance Officer, die solche Speak-Up-Funktionen haben, entwickelt und bietet es regelmäßig an. Wir haben es jetzt auch digital umgesetzt und haben damit tatsächlich sehr, sehr gute Erfahrungen gehabt. Ich sehe auch hier im Teilnehmerkreis einige, die dieses Seminar schon erfolgreich besucht haben. All das sind natürlich Erfahrungswerte. Ich habe gelesen ganz genau, dass einige von Ihnen diese Funktion als Compliance Officer eher jung, eher frisch wahrnehmen. Ich glaube, da braucht es viel Erfahrung. Als Businesskeeper versuchen wir, Netzwerke aufzubauen. Viele von Ihnen kennen unseren Experience Day. Wir werden ihn auch in diesem Jahr wieder gen Spätsommer anbieten, in der Hoffnung, dass es Covid-bedingt möglich ist. Ich glaube, das alles sind tatsächlich Erfahrungswerte, die man einerseits über ein gesundes Netzwerk, was wir auch als Businesskeeper versuchen anzubieten, erlangen kann. Auf der anderen Seite viel Austausch mit den Kollegen, viel das Ohr in das Unternehmen legen, um diese Themen eben bestmöglich zu antizipieren und um eben auch wirklich Gelegenheit zu haben, früh auf Themen eben aufmerksam zu werden. Das ist nach unserer Einschätzung eben eine ganz wichtige Herangehensweise. Ich sehe jetzt hier gerade im System, dass die Bettina Palazzo wieder da sein sollte. Ich hoffe, das ist der Fall und sie kann sich jetzt wieder zu Wort melden. Das würde mich doch sehr freuen, wenn sie diesen Teil doch auch fachlich beenden kann. Ja, ist mir noch nie passiert. Ja, sorry, aber Kai, du hast das ja ganz toll gemacht. Daran sehen wir, dass es leider ist. Das kriegen wir jetzt noch hin. Sehr, also Note 1 für schnelle Improvisation. Ja, was ich nämlich eigentlich noch mit Ihnen jetzt machen wollte, war mal so ein Szenario durchzuspielen. Stellen Sie sich vor, Sie als Compliance müssen sich jetzt irgendeine Person mal zur Brust nehmen und ein unangenehmes Thema ansprechen. Also Sie können da gerne auch nochmal im Chat mal mir schreiben, was Sie da so klassische Themen haben. Ich selber habe mir so als Vorbereitung überlegt, der Klassiker Training Completion, man hat ja immer das lästige Thema. Jetzt muss ich gerade einen Schluck trinken, weil bei diesen ganzen Aufregungen habe ich jetzt eine ganz trockene Stimme gekriegt. Entschuldigung. Ja, jetzt geht es wieder besser. Also wir stellen uns mal vor, Sie müssen jetzt mit einem Verkaufsmanager sprechen, bei dem er und sein Team sind notorisch dafür bekannt, dass sie niemals oder ewig in Verspätung ihre Compliance-Online-Trainings machen. Und es ist immer mal wieder passiert, weil eben dadurch dann oft das Wissen über gewisse Regeln nicht da ist, dass das ganze Team vorgeprescht ist zu irgendwelchen Themen in Sachen Einladungen und Geschenke. Ist ja immer ein heißes Thema. Und danach musste dann Compliance wieder Überstunden schieben, um den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Und jetzt haben Sie da also ein Gespräch mit diesem Manager, um den wieder auf dem Pfad der Tugend zurückzubringen. Wie kann man das also machen? Also Sie können da auch gerne schon mal Ihre Tipps und Tricks auch in den Chat eintragen, was Sie da so machen. Und dann gleite ich Sie da mal so durch, was da so meine Vorschläge sind. Das Erste ist, was oft unterschätzt wird, und das ist wie bei jeder anderen Verhandlung, Situation ist, dass man sich genau überlegt, den richtigen Zeitpunkt und den richtigen Ort. Wenn ich den zu mir berufe,
habe ich den Heimvorteil und der andere fühlt sich vielleicht schon ein bisschen weniger sicher, was man natürlich strategisch einsetzen kann oder nicht. Wenn ich zu dem gehe, fühlt der sich besser, kommt ganz drauf an, was man da will. Und der Zeitpunkt ist deswegen wichtig, ob jemand dann müde ist oder Hunger hat zum Beispiel. Und auch das ist wissenschaftlich aufgearbeitet. Es gibt eine sehr witzige Studie, wo man festgestellt hat, wie ist es denn mit Richtern, wenn die Urteile fällen? Was glauben Sie, fallen die Urteile milder aus am Morgen, wenn der Richter oder die Richterin ordentlich Kaffee getrunken hat, früh gefrühstückt hat und ausgeschlafen ist, oder so kurz vor der Mittagspause, wenn man schon Hunger hat und so ein bisschen schon abgearbeitet ist? Und tatsächlich ist es so, dass also die Urteile am Morgen mit dem ordentlich mit Koffein versorgten und genährten und glücklichen Richter sehr viel milder sind als den gestressten, müden, hungrigen Richter. Auch das sollte man, also wenn man ein einvernehmliches Gespräch anstrebt, also wenn man so quasi der Good Cop sein will, dann sollte man also eher in so einer Situation mit der Person rechnen. Und wir spielen ja jetzt hier das Good Cop-Szenario durch. Dann ist es super wichtig, dass man nicht da reingeht und schon wütend ist auf den Menschen und denkt, ah, der hat mir schon so viel Ärger vorbereitet und man ist sauer auf den. Und das magische Tool, um da von diesem Emotionslevel, weil das ist einfach nicht gut, wenn man den Menschen zurück ins Boot kommen will, weil das spüren die ja. Ja, sondern ich möchte ja da eine Lösung finden und ihm und mir das Leben in Zukunft leichter machen. Die magische Formel ist erstmal Neugier. Also stellen Sie sich einfach vor, ist ja interessant, warum ist es wohl so? Und die nächste Frage, die da Wunder wirkt, ist, dass man sich fragt, warum sollte eine normale, vernünftige Person das tun? Und dann kann man sich schon überlegen, ja, wahrscheinlich haben die wahnsinnig viel zu tun, die haben Druck auf die Zahlen, vielleicht sind irgendwelche Leute ausgefallen. Da merkt man schon, der Adrenalinspiegel geht ein bisschen runter und das ist dann auch viel einfacher, dass man im Gespräch seine Emotionen kontrolliert und der freundliche Lösungsversorger wird. Also, dass man sich so, man kann das so channeln, dass man auch sich überlegt, was will ich jetzt da für eine Rolle haben? Ich bin eben jetzt der Good Cop, der freundliche Beichtvater, der Critical Friend, der daran bestrebt ist, das Arbeitsleben für alle so erfreulich und einfach wie möglich zu machen. Und dann hört man sich eben auch erstmal mit allen Tools, die man über aktives Zuhören ja immer wieder mal gelernt und dann leider wieder vergessen hat, aber die muss man wirklich in Fleisches Blut übergenommen haben als Compliance-Professional. Dann hört man sich erstmal die Sichtweise des anderen an, weil man will ja wirklich da rauskommen, dass die andere Seite defensiv wird. Dann hört sich einfach erstmal an, hier, das ist die Situation, die Online-Trainings werden nicht gemacht, erzähl mal, wie kommt's? Und dann kann man erstmal so ganz sachlich und neutral die Compliance-Sichtweise erzählen, dass man sagt, schau mal, hat dann ja auch zu Problemen geführt, dann habt ihr wieder Zeit dafür verloren, wir haben Zeit verloren und dann hat man eine gute Basis, um zu sagen, ja, was wollen wir denn eigentlich beide? Und kann dann schauen, was sind denn da für Lösungsmöglichkeiten? Was können wir denn machen, damit deine Mitarbeitenden das Training rechtzeitig machen? Du kannst zum Beispiel das direkt machen, so als Vorbildverhalten. Dauert ja meistens nicht so lange, so ein Online-Training. Und dann schreibt man eben eine E-Mail, liebe Mitarbeitende, ich habe gerade dieses Compliance-Training gemacht, war super, bitte macht ihr das doch jetzt. Und das schreibt man am besten dann auch noch auf, damit ganz klar ist, wer macht was bis wann. Weil wir wissen ja alle, zwischen dem Vorsetzen und dann der Umsetzung ist es oft schwierig. Aber wenn man was Schriftliches hat, ist es dann oft sehr viel einfacher. Ja, also so sieht das aus. Und das ist natürlich klar, das klappt vielleicht auch nicht beim ersten Mal. Das muss man so ein bisschen üben und das immer wieder tun, damit das so eine Gewohnheit wird. Weil das Speak-up, da gibt es auch Studien dazu, das hängt eben nicht davon ab,
Gut, es hilft, wenn man gerade von Natur aus eine mutige und selbstbewusste Person ist, aber das entscheidende Kriterium ist wirklich die Praxis, dass man es macht. Man sieht, oh, das ist gar nicht so schlecht gelaufen, und dann lernt man jedes Mal, das wieder besser zu machen. Ja, und damit kann ich es ja gerade noch schnell zusammenfassen. Ja, die Speak-Up-Culture und Hinweissysteme gehören wirklich zusammen wie zwei Seiten einer Medaille. Das Tolle daran ist, dass das sucht ja Compliance immer händeringend, dass sie was zeigen können, was ist unser Value-Added jenseits der Prävention, wo man ja oft ja im Idealfall was verhindert, und dann so, dadurch ist es natürlich dann auch nicht so sichtbar, aber wo können wir wirklich noch was beitragen, was weit über Compliance hinausgeht. Das ist, glaube ich, sehr spannend derzeit. Das ist aber natürlich nicht was, was man von heute auf morgen haben muss. Das müssen gerade Führungskräfte lernen, dass man sich da kontinuierlich drum kümmern muss. Das ist ja nicht jetzt, wir haben jetzt unseren 5-Minuten-Speak-Up-Moment, sondern das ist wie so ein Muskel, wie beim Sport, den man also regelmäßig trainieren muss. Und das geht eben nicht mit einmal im Monat dann haruck wild Gewichte durch die Gegend stemmen, sondern man muss halt dann jeden Tag so ein bisschen was für die Muskeln tun, wenn es geht. Und der sicher und lohnenswert Sicherheit ist einfach, dass die Leute keine Angst haben, und lohnenswert heißt nicht, dass sie jetzt da, ich meine, es ist toll, wenn sie, man kann natürlich auch sagen, die werden dann irgendwo mal gelobt. Aber das Wichtigste ist, dass die eben sehen, ich habe da was gesagt und es ist was passiert. Das meint es. Und das sind eben Führungskompetenzen, die geübt werden müssen. Ja, jetzt sind wir eigentlich schon durch. Ich weiß nicht, ob wir noch Zeit haben für Fragen. Das ist ganz hilfreich, glaube ich. Wir haben viel, viel Rückmeldung bekommen. Also mein spontaner Vorschlag wäre, wir greifen das weiter auf. Es gibt ein Wiederholungsformat. Wir haben jetzt zum Schluss noch eine Feedback-Umfrage. Ich sehe eine ganze Reihe von Zuhörern schreiben, dass sie eben schnell jetzt raus müssen, weil sie durchgetaktet sind, wie so oft. Aber vielleicht kriegen wir die Feedback-Umfrage noch hin. Das ist ja super. Die Materialien gehen an alle. Herzliche Einladung erst einmal von Bettina Palazzo für ihren Cappuccino-Newsletter. Ich glaube, das ist ein ganz spannendes Thema. Gerne natürlich auch die Verlinkung via LinkedIn. Denke, das ist auch immer ein ganz dankbares Format. Und ich sage an der Stelle erstmal Dank an alle Teilnehmer für die vielen, vielen Meldungen. Wir konnten gar nicht alle berücksichtigen. Und vor allem danke an dich, Bettina. Das war hat mir großen Spaß gemacht und war wirklich ein spannendes Format. Ja, danke, war super, bis auf den kleine technische Panne, aber die hast du ja auch wunderbar gelöst. Und vielen Dank nochmal für die Promotion für meinen Newsletter. Ich mache da eben nicht nur so mal News und Tipps, sondern alle 3 Monate gibt es auch ein Cappuccino Club Meeting online, wo sie sich vernetzen können und wo wir einfach so ein paar aktuelle Themen besprechen und diskutieren.